wohl mit dem Mautabkommen gut wie gerade aufnehmen, macht die Schweiz mit. Ja, ich gehe davon aus, dass heute eine breite Diskussion über die verschiedenen Migrationsrouten und Modelle stattfinden wird. Und ich glaube noch nicht, dass dieses System, wie es jetzt vorgeschlagen wird, mehrheitsfähig ist. Es ist doch mit Mängeln behaftet. Ihr deutscher Kollege Horst Seehofer hat gerade eben gesagt, das ist der kleine Beginn für eine große Reform des europäischen Asylwesens. Wo will sich die Schweiz dem verschließen? Nein, wir haben immer gesagt, dass wir für Solidarität sind. Wir stehen dafür ein, auch mit Taten. Wir sind auch für einen Verteilmechanismus. Aber was hier vorgesehen ist, ist nicht wirklich überzeugend, weil eben auch Personen verteilt werden auf ganz Europa, von denen man annehmen muss, dass sie keine Asylgründe haben. Und ich spüre sehr viel Skepsis unter den EU-Mitgliedstaaten. Dass aber die Diskussion geführt wird und angestoßen wird, das begrüßen wir. Madame la conseillère fédérale, est-ce qu'on va s'associer au système, au mécanisme de Malte et montrer la solidarité vis-à-vis de l'Italie? On a déjà beaucoup montré la solidarité vis-à-vis de l'Italie. On travaille beaucoup avec l'Italie. Je vais d'ailleurs rencontrer la ministre italienne le week-end prochain pour aussi avoir des discussions entre la Suisse et l'Italie, des discussions bilatérales. Mais lorsqu'on établit des mécanismes, il faut qu'ils soient durables et qu'ils tiennent aussi compte des autres routes de migration, comme par exemple celle de la Grèce, qui pose vraiment problème. Et il faut aussi penser à l'Espagne. Je crois qu'il faut trouver un système global qui essaye d'aider aussi les États les plus touchés. Et je crois que l'État le plus touché pour l'instant, c'est la Grèce. Merci. 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 Salut, ça va?